Jeder hat doch den Traum, mal gegen einen Profifußballer zu spielen, oder? In der Kreisliga ist das tatsächlich mittlerweile möglich, denn der FC Gerolfing hat einen neuen Star, Christian Tresch. Ja, ihr kennt ihn. Über 200 Bundesligaspiele hat er bestritten. Dazu ist er ein ehemaliger deutscher Nationalspieler. Die Weltmeisterschaft 2010 verpasste er nur wegen einer Verletzung. Jetzt ist er hier, wieder in seiner Heimat. Und obwohl die Karriere wirklich lang gewesen ist, hat er noch immer Bock auf Fußball. Ja, man denkt, dass es ja irgendwann reichen sollte, aber ich hatte eine Zeit lang frei sozusagen vom Fußball. Ich habe ein halbes Jahr gar nichts gemacht, ich habe auch keinen Sport gemacht, sondern habe komplett die Beine hochgelegt, aber irgendwann kommt so das Kribbeln zurück. Wie ihr seht, bin ich hier gerade in Gerolfing und ich will mir den Verein mal genau ansehen. Ihr seid natürlich auch mit dabei, also lasst uns mal keine Zeit verlieren. Los geht's. Fangen wir direkt mal mit dem Verein an. Der FC Gerolfing ist im Westen von Ingolstadt zu Hause und hat auch schon höherklassig gespielt. So ist er für viele Spieler attraktiv gewesen, zum Beispiel für Leute vom FC Ingolstadt, die dann hierher gewechselt sind. Zum einen Talente, die nicht sofort den Sprung vom Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis geschafft haben und nochmal diesen Umweg gehen wollten. Zum anderen aber auch gestandene Profis, die dann hier ihre Karriere haben ausklingen lassen. Der FC Gerolfing hat sogar mal in der Landesliga gespielt, also der sechsthöchsten Spielklasse. Aber dann gab es den Absturz bis in die Kreisliga und das innerhalb von kürzester Zeit. Uwe Weinrich ist schon seit einer gefühlten Ewigkeit hier im Verein. Mit ihm habe ich drüber gesprochen und er hat mir verraten, woran das lag. Ja, es musste teilweise auch eingespart werden im Prinzip. Dann haben die Spieler nicht mehr das Geld, ich sag's mal so, gekriegt, wie sie eigentlich hätten haben wollen. Und also wir müssten einfach kleinere Brötchen backen. Das ist schon irgendwie bitter. Da baut man sich jahrelang etwas auf und dann ist es innerhalb von kürzester Zeit vorbei. Erst der Abstieg in die Bezirksliga und dann direkt in die Kreisliga, wo man ja heute immer noch ist. Hier auf dem Gelände fällt eine Sache ja ganz besonders auf und das ist die Tribüne im Hintergrund. Auf die ist der FC Gerolfing ganz besonders stolz, denn ohne Kredite wurde die finanziert, sondern mit der Unterstützung der Vereinsmitglieder und der Fans. Das Prinzip ganz simpel, wir lassen sie nicht im Regen stehen, so hieß die Aktion. Ja, da konnte jeder Fan einen Sitzplatz kaufen für 150 Euro, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei, vielleicht ein bisschen mehr. Und so wurde das dann finanziert. Und ich muss sagen, das sieht schon irgendwie ganz cool aus. Manche haben sogar mehrere Sitze gekauft und dadurch ist es eigentlich das Geld dann zusammengekommen und zum größten Teil eigentlich aus diesen Sponsorengeldern dann auch finanziert worden. Also es hat dem FC Gerolfing dann, ich sag mal, einen Apfel und ein Ei noch gekostet, wie man so schön sagt. Wenn die Zuschauer dann hier sitzen, können sie mittlerweile auch einen echten Star sehen, Christian Tresch. Er ist zuletzt ein bisschen im Ausland unterwegs gewesen, besser gesagt in Dubai. Und da hat er gekickt bei Al-Wasl. Und ja, ich habe auch ein Trikot von Al-Wasl bei mir in der Trikotsammlung. Tja, jetzt kann ich es mal gebrauchen. Fakt ist, der Kontakt zum FC Gerolfing ist schon vor einiger Zeit entstanden. Erst haben sich die Bosse gedacht, ja, vielleicht kann er bei der Trainerausbildung helfen oder Tipps in der Jugendausbildung geben. Tja, aber dass Christian Tresch tatsächlich selbst mal die Schuhe anzieht und nochmal kickt, damit hätte keiner gerechnet und das ist natürlich ein Glücksfall für den gesamten Verein. Und es ist bewundernswert, wie fit er in seinem Alter noch ist. Also wenn ich ihn so beim Spielen sehe, dann denke ich mir, boah, so in der Art so. Also er tut sehr viel für seine Fitness und er ist Wahnsinn. Eine Sache ist da noch total kurios. Um überhaupt die Spielerlaubnis von Christian Tresch zu bekommen, musste man sich bei der FIFA melden. Die musste ihn ja dann noch freigeben. Das dauerte ewig, aber das Positive ist, seit der Rückrunde darf er für den FC Gerolfing spielen. Hier im Verein gibt es ja noch einen alten Jugendfreund von Christian Tresch. Mit dem ist er jetzt in der Mannschaft. Felix Winkelmeier heißt er und mit dem habe ich logischerweise auch ein bisschen geredet. Tja, ihn habe ich gefragt, wie ist es überhaupt, mit einem ehemaligen Nationalspieler jetzt in der Kabine bzw. auf dem Spielfeld zu sein? Und seine Antwort klipp und klar. Er ist bodenständig und vor allem hat er keine Star-Allüren. Hier hat jeder gemerkt, dass er auch super reinpasst in die Mannschaft. Wenn man jetzt einfach so reinschaut von oben, merkt man gar nicht, dass er jetzt der ehemalige Profi ist, sondern hat sich super eingefügt. So kommen wir dann auch zum Sportlichen. Der FC Gerolfing steht für Defensivfußball. Das muss nicht immer schön aussehen. Wichtig ist, dass die Null hinten steht und das passt perfekt zu Christian Tresch. In seiner Profikarriere ist er meistens als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld aufgelaufen. Jetzt hier in der Kreisliga soll er auch im Zentrum sein. Da ist er einfach am besten integriert, sowohl mit als auch ohne den Ball. Trainer Dan Lovric macht natürlich die Taktik, er ist dafür zuständig und trotz alledem holt er sich immer mal wieder Hilfe.
Also wir reden miteinander nach die Spiele vor allem, schickt er mir Sprachnachrichten, was er darüber denkt und so weiter. Dann tauschen wir uns immer aus oder in der Halbzeit teilweise mal natürlich. Ich wäre ganz schön blöd, wenn ich mir keinen Rat von ihm holen würde. Also wir tauschen uns da schon aus. Ihr merkt, Christian Tresch ist top motiviert und will das Maximale rausholen. Natürlich gibt er auch den Kollegen auf dem Platz Tipps, ohne da der Klugscheißer sein zu wollen. Der Leistungssport ist sehr anstrengend, insbesondere für den Körper. Tresch hat in seiner Karriere einige Verletzungen gehabt. Trotzdem ist er wieder fit und er achtet extrem auf seinen Körper. Nach dem Spiel, ich habe Rückenschmerzen ein bisschen. Aber es ist nichts, wo ich sage, okay, das ist dauerhaft, sondern vielleicht noch am nächsten Tag ein bisschen. Aber ich glaube, ich bin ganz gut durchtrainiert, dass ich das aushalte. Die Kreisliga ist hart. Als Gegner ist man gegen einen Ex-Profi natürlich besonders motiviert. Man will zeigen, hey, so sieht der Amateurfußball aus. Purer Wille, Kampf, Leidenschaft. Und das bekommt Christian Tresch immer wieder zu spüren. An eine Geschichte kann er sich da ganz besonders gut erinnern. Wir hatten ein Spiel, da ist mir permanent einer hinterhergelaufen. Der hatte zum Glück dann in der 35. Minute die rote Karte gesehen. Das hat es für mich erleichtert natürlich. Christian Tresch ist mittlerweile 34 Jahre alt. Natürlich wird er nicht mehr ewig Fußball spielen, das weiß er selbst. Und deshalb plant er seine Zeit nach der Karriere. Sein Ziel ist es, Jugendtrainer zu werden. Er will seine Idee vom Fußball vermitteln. Sprich, spielerische Lösungen finden, viel am Ball sein. Und genau das ist ihm wichtig. Er will ein Jugendteam aufbauen, Talenten helfen und logischerweise auch seine Erfahrung weitergeben. Aber natürlich sind meine Ziele schon, ins Nachwuchsleistungszentrum reinzukommen. Ob es jetzt Ingolstadt ist, sei dahingestellt, es kann auch ein anderer Verein sein. Es gibt ja gute Nachwuchsleistungszentrum hier in der Gegend. In der Bundesliga werden wir ihn höchstwahrscheinlich nicht sehen, das peilt er nicht an. Das ist Zukunftsmusik, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Gegenwart. Der FC Gerolfing hat das Ziel, in die Bezirksliga aufzusteigen. Es sieht eigentlich auch relativ gut aus, in der Tabelle ist man oben mit dabei und die Saison geht noch bis Ende Mai. Tresch kann da logischerweise helfen, eine große Stärke von ihm sind ja die Distanzschüsse. Schaut mal, das ist sein erster Treffer gewesen, er ist markiert, wunderschön. Noch schöner soll sein zweiter Treffer gewesen sein, das soll er aber am besten gleich mal selbst erzählen. Der zweite war aus 25, 30 Metern, einen schönen Chip über den Torwart. Ich kann schießen, zwar nicht oft genug, sagen wir so, und auch nicht genau genug, aber das eine oder andere rutscht mir schon einmal ab. Es gibt also geniale Momente in der Kreisliga. Christian Tresch hat noch immer Bock auf Fußball, es ist seine Leidenschaft und davon kann der gesamte Verein profitieren. Wenn ihr jetzt noch Bock auf mehr Analysen habt, was die Amateure betrifft, gar kein Problem, checkt dieses Video mal ab. Da war ich in Böbrach und habe mir den schlechtesten Amateurverein in Bayern angeschaut. Ansonsten lege ich euch noch das ZDF Sportstudio ans Herz. Da gibt es die Highlights zur Bundesliga zu sehen und bald auch noch eine eigene Sendung von mir. Also bis zum nächsten Mal wünsche ich euch gut Kick, haut rein und ciao.